Sie haben sicherlich die Bilderberg-Berichterstattung verfolgt auf recenter.com. Falls nicht, Sie finden das auf recenter.com natürlich noch für die Zukunft bewahrt. Ich möchte auch nicht das wiederholen, was wir bereits durchgenommen hatten zu der Konferenz. Wenn man dann wirklich vor Ort war, dann sieht man die historische Kulisse und habe ich dann ein extra Video dazu gemacht. Also die knallharte Verhöhnung Deutschlands vor der historischen Kulisse. Wenn die Dresdner Bürger verstanden hätten, wer da eigentlich tagt und dass diese Leute da oder diese Kreise verantwortlich waren für den Kommunismus, für die DDR, für die Zerstörung Preußens, für die Zerstörung des Deutschen Reiches, ich denke, dann wäre die halbe Stadt dort gewesen. Aber wie dem auch sei, seltsam wenig Demonstranten, ganz, ganz seltsam wenig Demonstranten. In Großbritannien waren es Samstag bis zu 3000 Leute. Hier waren es vielleicht 200. Wer weiß, was da im Hintergrund gelaufen ist. Welche vielleicht linken, vor allem linke Führer daheim geblieben, Anführer daheim geblieben sind von den Gruppen. Weil sie vielleicht um ihre staatlichen Subventionen bangen. Also Finn, hier alles mögliche auf recenter.com. Die kommentierte, sortierte Mitgliederliste. Wir haben ihnen genau gesagt, wer diese Leute sind. Haben jetzt auch noch die die XXL-Fotogalerie auf recenter.com. Also haben dann aus dem Videomaterial, was wir hier zeigen, aus dem Videomaterial noch die einzelnen Köpfe da extrahiert. Mit der modernen Technik. Also dann die passenden Standbilder gesucht und dann, weil wir hatten einige von den Teilnehmern von Bilderberg hier in Dresden vor der Kamera. Und dann konnte man selbstverständlich hier dann auch die einzelnen Gesichter rauspicken und das Ganze vergrößern und so weiter, um wirklich dann hier die Gesichter vor sich zu sehen. Auch das ist ein bisschen gruselig, wenn man diese Gesichter dann mal vor sich hat. Was ich hier in der Hand halte, ist ein interner Konferenzbericht. Diese werden eigentlich nur an Mitglieder rausgegeben, die dort waren, beziehungsweise Mitglieder, die eingeladen werden zu der nächsten Konferenz und sich ein bisschen einlesen wollen. Es gibt doch ein paar von diesen Berichten, die dann doch an die Presse durchgesickert sind, befinden sich heute in diversen Archiven. Also das ist schon sehr akademische Angelegenheit, die National Archives und so weiter und so fort, oder die Presidential Library von irgendeinem US-Präsidenten. Also viel, viel interessantes Material ist da. Die Massenmedien, die Verbindungen haben, insbesondere zu Bilderberg, die Massenmedien tun so, als seien sie dumm und blöd und zitieren niemals aus diesen internen Konferenzberichten. Historiker wagen sich da auch selten ran, weil natürlich damit kriegt man ja keine Gelder bewilligt oder sonst irgendwas. Also hier ist der interne Bericht, der nach der Konferenz erstellt wird auf Basis von den ganzen Notizen. Also jemand schreibt da die ganze Zeit mit bei den Vorträgen, die gehalten werden und auch bei den Diskussionen, die dann stattfinden. Dieser interne Bericht hier ist von dem Chantilly-Treffen Bilderberg 2002. Und hier habe ich einen. Also das hier ist der neueste von 2002. Seitdem ist nichts mehr durchgesickert, keiner von diesen internen Berichten. Hier habe ich einen, das ist der vorherige, der uns zur Verfügung steht. Der hier ist von 1995. Da war die Konferenz in der Schweiz, im Burgenstock Hotel. In Burgenstock, Schweiz. Also ganz spannendes Material. Wir haben auch bei uns verlinkt auf recenter.com, wo Sie dann die anderen noch finden. Das geht zurück bis 1954. Leider nicht lückenlos. Gerade die letzten Jahre wären interessant gewesen, aber wir begnügen uns mit dem, was wir haben. Und es ist erstaunlich, meine Damen und Herren, wie sehr diese Leute ihrer Zeit voraus sind, wie clever diese Leute sind und wie sie tatsächlich dann die Zukunft planen, die Zukunft wirklich aktiv gestalten. Also das heißt ja, diese Leute gehen dahin als Privatpersonen, nicht als Vertreter der jeweiligen Organisationen, wo sie Mitglieder sind oder sogar Anführer sind. Aber nichtsdestotrotz, diese Leute reden die ganze Zeit, wir müssen dies tun, wir müssen jenes tun, wir müssen dieses beachten. Und ab und zu gibt es dann Fragestellungen, ja, sollen wir das auf die Art machen oder auf die andere Art machen? Und dann gibt es halt eine gewisse Diskussion. Aber der Konsens ist von vornherein da. Der Grundkonsens ist von vornherein da, den müssen die sich nicht erarbeiten. Die einzige Konsensbildung, die stattfindet, dreht sich um die Mittel und Wege, dreht sich um den Zeitplan.
Das Ganze liest sich in etwa wie, ja, also die Meetings des britischen Empires oder eines Politbüros. Und nichts anderes ist das hier. Diese Leute sind, ja, wie ich gesagt habe, unglaublich clever und sie testen verschiedene Sachen aus. Für sie ist die Welt eine Art Experimentierkasten, eine Art Sandkasten. Hier in der Region der Welt probieren sie das eine, in der anderen Region probieren sie das andere. Und man ist wirklich relativ offen bei diesen Konferenzen. Man muss natürlich bedenken, diese Konferenzberichte sind auch geschönt. Das heißt, die Aufzeichnungen, weil wenn es um schriftliche Aufzeichnungen geht, das ist natürlich dann heikel, weil dann gibt es einen Public Record, wenn es irgendwann nach draußen sickert. Deswegen findet hier eine gewisse Zensur statt. Es wird nur grob wiedergegeben, was in den Vorträgen kam und was hier in den Diskussionen passiert ist. Also es wird ganz grob wiedergegeben. Man sagt auch nicht, wer die Vorträge gehalten hat. Man sagt auch nicht, wer hier einen Einwand hatte oder wer hier an der Diskussion sich beteiligt hatte. Sondern es heißt immer nur, ja, ein Franzose sagte dies oder ein Türke sagte das oder ein deutscher Gast, deutscher Teilnehmer sagte jenes. Und diese Leute, ja, hier haben wir zum Beispiel aus dem Treffen von 2002. Hier gibt es ein Kapitel mit dem Titel The Influence of the Extreme Right, also der Einfluss der extremen Rechten. Und genau das ist ja jetzt eines der wichtigsten Themen überhaupt. Man nennt es halt die neue Rechte, aber damit meinen sie halt einfach die extreme Rechte. Also aus ihrer Sicht extrem, aus der Bilderberg-Sicht extrem. Also alles, was gegen die ganze Zuwanderung ist, alles, was für nationale Souveränität ist und gegen Globalisierung ist, das bedeutet für Bilderberg die extreme Rechte. Also, diese Leute sind in praktisch jedem Thema mindestens 20 Jahre voraus, haben alle Eventualitäten eingeplant und wir dackeln hinterher. Wenn wir eine clevere Vorgehensweise wählen, wenn wir also dann quasi unser eigenes Bildungsniveau erweitern, wenn wir ein etwas höheres Niveau in die Breite tragen und den Leuten auch wirklich vertrauen und sagen, hey, man kann komplexere Sachverhalte auch in einfache Worte packen und dann kapieren die Leute das genauso. Die Masse ist nicht so blöd, wie immer behauptet wird. Längst nicht so blöd. Überhaupt nicht der Fall. Aber diese Leute sind uns weit voraus und wir müssen eben mehr und mehr unser eigenes Niveau erhöhen, damit wir halt eben dann deren Strategie besser erkennen und natürlich auch besser dagegen wirken können. Hier ist dann zum Beispiel ja in Frankreich Jean-Marie Le Pen und Pim Fortuyn und so weiter. Also die haben hier dann beachtliche Ergebnisse erzielt in der Politik und wir reden hier von dem Jahr 2002. Inzwischen ist das ja viel, 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 viel größer. Front National unter Marine Le Pen auf dem Weg zur stärksten Partei in Frankreich, die AfD bei uns und so weiter. Sie kennen das ja. Also dann spricht man hier auch Jörg Haider an, damals ja noch im Leben. Und es heißt hier, das ist nicht wirklich unbedingt ein Ruck nach rechts. Es ist bloß eine Revolte gegen die traditionellen politischen Parteien. Also die Leute sind unzufrieden mit den Positionen der etablierten Parteien und mit den Parteien selber. Die traditionellen Parteien, das wird hier offen zugegeben, die traditionellen Parteien sind viel zu soft in Bezug auf Immigration. Und die wissen hier ganz genau, die Bevölkerung in Europa betrachten Migration als Bedrohung für das Gemeinwohl. Die Mainstream-Kandidaten der Politik in Deutschland, bei den deutschen Wahlen, betrachten es als eine Art Ehrensache, als eine Art, ja, Auszeichnung, ein Badge of Honor, dass sie zugestimmt haben, nicht das Thema Migration anzuschneiden. Wow. Aber, und so heißt es hier in dem Vortrag von einem Bilderberger hier 2002. Aber Migration ist eine der wichtigsten Fragen in den Köpfen der Leute. Jetzt sagt er natürlich nicht genau, okay, wem gegenüber haben die Top-Kandidaten der deutschen Politik, wem gegenüber haben diese Politiker zugestimmt, ja, wir machen
Migration nicht zum Thema. Und das heißt ja, das gibt natürlich dann extremen Kandidaten die Chance, Stimmen zu gewinnen. Und die Rechte hat das bereits getan. Das ist ein großes Scheitern der traditionellen Parteien. Diese Leute wissen also genau, was in den Köpfen vorgeht und wissen genau, wie unpopulär Migration ist. Aber, und das ist in einer anderen Präsentation mit drin, 9/11 hat der deutschen Politik in der Hinsicht Zeit verschafft. 9/11 war, als diese Konferenz lief, diese Bilderberg-Konferenz hier in Chantilly, 9/11 war ja erst im Vorjahr, 2001. Und hier bereits sagen sie, das hat einiges an Zeit erkauft, in vielerlei Hinsicht. Also es hat nicht nur die europäisch-amerikanische Zusammenarbeit gestärkt, auch im Bereich Wirtschaft und die Annäherung und so weiter, Bereich Geheimdienste, sondern man sagt dir klipp und klar, das hat auch in Bezug auf die politische Rechte und in Bezug auf die politische Landschaft und in Bezug auf die Migration, insbesondere die muslimische Migration, hat 9/11 Zeit erkauft. Die deutschen Politiker mussten also die letzten 15 Jahre, oder fast die letzten 15 Jahre, mussten die deutschen Politiker muslimische Migration insbesondere, mussten gar nicht zum Thema machen, weil einfach der Krieg gegen den Terror lief und die Amerikaner, die Bush-Administration kriegerisch tätig war. Und viele, viele Leute bei uns sind bei den Linken im Mainstream und bei den Konservativen auch im alternativen Bereich, da war Islamkritik eigentlich tabu. Und wegen George Bush und 9/11 im Krieg gegen den Terror. Dann kommt ein Vortrag von einem weiteren Mann hier bei Bilderberg 2002 und er sagt hier, der Einfluss der extremen Rechten in den Vereinigten Staaten ist im Moment null. Auf dem niedrigsten Punkt seit 3 Jahrzehnten. Also in Europa war schon viel, viel mehr an einem konservativen Revival, an einem richtigen konservativen Revival. Aber in den USA null im Jahr 2002. Und hier, die meisten Europäer, heißt es hier, die meisten Europäer denken wahrscheinlich, dass George Bush die extreme Rechte vertritt. Sogar die New York Times hat das behauptet. Das ist aber Nonsens. Der einzige große Politiker in Amerika, den man mit Le Pen aus Frankreich vergleichen kann, ist Pat Buchanan. Und der bekam bei den Wahlen, Präsidentschaftswahlen im Jahr 2000, nur 1% der Stimmen. Buchanan war gegen Migration. Bush war total nett gegenüber den Migranten. Also vor allem auch während den Wahlen. Buchanan wollte Protektionismus, also gerade was den Handel mit Übersee angeht. Bush hingegen hat krasse Entscheidungen getroffen, was Stahlindustrie und Agrikultur anbetrifft. Buchanan ist ein Isolationist. Die Bush-Administration, heißt es hier bei dem Vortrag in Bilderberg, Bush-Administration mischt sich überall auf der Welt mit ein. Die extreme Rechte hat politischen Selbstmord begangen, als Buchanan im Jahr 2000 sich getrennt hat von den Republikanern. Und viele Amerikaner sind deswegen jetzt umgeschwenkt zu der extremen Linken. Europäer denken, Bush ist ein Rechtsaußen, Bush ist ein Rechter. Wegen dem Unilateralism, also dass Amerika hier eigene Entscheidungen trifft. Aber dieser Bilderberger sagt hier, nein, das ist bloß ein Mittel zum Zweck. Die Amerikaner machen nur dann Entscheidungen im Alleingang, wenn es die Globalisierung letztendlich dann doch fördert. Unilateralism is not isolationism. Und dann ein weiterer Vortrag zu dem Thema, ein dritter Vortragsredner sagt hier, die extreme Rechte im Moment ist so irrelevant in den Vereinigten Staaten, weil George Bush in der Lage war, eine Mitte-Rechts-Koalition zusammenzuknüpfen. Also hier Steuererleichterungen, hier Pension Reform und so weiter. Dann natürlich dann so ein bisschen zu dem Thema Abtreibung und so weiter. Also er hat es allen irgendwie recht gemacht. Und insbesondere der Krieg gegen den Terror, 9/11, hat es möglich gemacht,
dass man eine Mitte-Rechts-Koalition hinkriegt. Und zwar eine Mitte-Rechts-Koalition, die so nicht mehr existiert hat seit dem Kalten Krieg. Die Rechte ist so vereint, wir reden hier vom Jahr 2002, ein Jahr nach 9/11, die Rechte ist so vereint, das war so, schon lange nicht mehr der Fall, also nicht mehr seit der Mitte der 80er Jahre auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges. Und das macht es schwierig für die extreme Rechte, für einen frischen neuen Kandidaten an Unterstützung zu gewinnen. Und das ist einer der Gründe, warum man jetzt heute einen neuen Kalten Krieg sieht. Man will die Konservativen vereinen in einer Mitte-Rechts-Koalition, damit eben richtige konservative, patriotische Kandidaten in Amerika keine Chance haben. Und dann ist natürlich die Frage, ist Donald Trump der Mann, der hier ganz gezielt und geplant aufgebaut wurde und zum Einsatz kommt, der Scheinpopulist, der sich beliebt macht bei der extremen Rechten, beziehungsweise bei den Patrioten und den ganzen Unzufriedenen, der sich extrem beliebt macht bei denen, aber immer noch tragfähig ist, immer noch ein Insider ist, immer noch tragbar ist für die Republikanische Partei, wenn auch natürlich dann mit einigen Reibereien. Also neuer Kalter Krieg und Donald Trump würden nach der Logik von Bilderberg hier, wenn man das jetzt extrapoliert, Trump und ein neuer Kalter Krieg würden dazu führen, dass man eine neue Mitte-Rechts-Koalition hinkriegt unter Donald Trump, dass dann die ganzen Konservativen wieder vereinigt sind und dass man diese Konservative dann wieder kontrolliert. Dass eben keine richtigen Populisten hochkommen, dass eben keine neue Partei hochkommt, dass keine richtige konservative Bewegung mehr hochkommen kann. Das ist auch kein Beweis, kein völlig eindeutiger Beweis dafür, dass Trump ein Insider ist und dass Trump von den Leuten geplant wurde, aber wow. Hier ist es noch weiter. Hier ist noch weiter, naja, damals 2002, der Erfolg der extremen Rechten in Europa wird vielleicht von der extremen Linken übertrieben, weil die extreme Linke so wenig hinbekommen hat. Also viele waren einfach mit der französischen Linken unzufrieden und probieren es dann halt bei Le Pen. Auch das ist ein Gedanke, den man so stehen lassen kann. Gerade rechte Parteien natürlich auch, wenn sie denn wie die Front National viel staatliche Planung fordern, wenn dann in dem Parteiprogramm viel staatliche Einmischung geplant ist. Das gefällt auch Linken. AfD will ja jetzt auch ein linkes Publikum stärker gewinnen. Dann in der Diskussion unter den Bilderbergern geht es dann darum, Pim Fortuyn, der dann ermordet wurde, der konnte sehr, sehr viel Unterstützung gewinnen für eine unklare, undefinierte politische Partei. Die war noch nicht mal wirklich nicht mal wirklich fest. Und selbst als er dann ermordet wurde, konnte die Partei ohne Anführer, ohne Programm immer noch ein Sechstel der Stimmen einsacken. Warum? Die etablierte Koalition hat die politische Debatte abgewürgt und die etablierten Parteien haben die Leidenschaft aus der Politik rausgenommen. Außerdem natürlich, je besser es den Leuten geht, heißt es, je besser es den Leuten geht wirtschaftlich, umso mehr haben die Leute Zeit, sich zu beschweren über die Migration, umso mehr haben die Leute Zeit, hier sich einzubringen. Hier ein französischer Geschäftsmann sprach hier über das Scheitern Frankreichs, Migranten zu assimilieren. Also es gibt keine prominenten Muslime in der Politik und im Business und so weiter. Und man beklagt sich hier über die politische Korrektheit. Also das, was hier als heiliger Gral in der Öffentlichkeit immer wieder hochgehalten wird, dass die Leute wissen bei Bilderberg, bei der Elite, wissen genau, was für ein Quatsch das ist. Also gerade die Sucht nach politischer Korrektheit hat dazu geführt in Frankreich, dass dass keine richtige Diskussion mehr stattfand in der Politik über Verbrechen, über Migranten. Die Weigerung der Elite zuzugeben,
dass Migration eben Probleme verursacht, das macht eben insbesondere die Arbeiterklasse unzufrieden. Also dann geht es hier um hier die Realität. Hier heißt es, Leute mit Universitätsabschlüssen mögen meistens Globalisierung und Leute ohne Universitätsabschlüsse fürchten Globalisierung. Das heißt ja, eine bedeutende Anzahl an Arbeitern wird 40% ihres Lebenseinkommens verlieren. Wegen Globalisierung wird hier eiskalt zugegeben. Durch die Globalisierung wird der durchschnittliche Arbeiter 40% von dem verlieren, was er normalerweise in seinem Leben alles verdient hätte. Und man spricht hier über die sogenannten Loser, also die Verlierer, die man hier irgendwie ein bisschen besänftigen will. Dann geht es hier weiter. Ein Däne sagt, ja, in Europa bei den Wahlen, man sieht also, es gibt keine richtigen Ankerpunkte mehr. Also Class Loyalty, also die Leute spüren nicht mehr so eine Loyalität gegenüber ihrer gesellschaftlichen Klasse. Und man verlor den Kalten Krieg als Ankerpunkt, als Orientierungspunkt. Und das hat die Wähler befreit, beklagt er hier. Also auch wieder, es fehlt, und das ist hier das Jahr 2002, es heißt, es fehlt uns ein Kalter Krieg, deswegen fehlt uns hier die Struktur und so weiter. Und deswegen denken die Leute freier und wählen freier und so weiter. Und wenn wir das auf die heutige Situation extrapolieren, dann verstehen wir, warum anscheinend wir wieder einen neuen Kalten Krieg sehen.